Es sieht aus wie die Lichtinstallation eines Künstlers. Manch einer könnte auch denken, es handelt sich um einen alten heidnischen Brauch. Doch die Fackeln in der Obstplantage von Sabine Hornemann haben einen ernsten Hintergrund. Frost. Um 1 Uhr habe ich eine Meldung bekommen, so, oh, wir haben 0 Grad und ab 0 Grad wird es kritisch für Aprikosen. Die sind jetzt so klein, also so vielleicht so 4 mm und das ist so die empfindlichste Phase. Zum Schutz der verletzlichen Aprikosenblüten hat Sabine Hornemann hunderte dieser Paraffinfackeln in ihrer Plantage angezündet. Damit will ich erreichen, dass wir die Umgebungstemperatur um 3 bis 4 Grad erhöhen, damit die kleinen Aprikosen geschützt sind. Denn der Frost würde die empfindlichen Triebe vernichten und letztlich die gesamte Ernte von Sabine Hornemann gefährden. Das soll die Wärme der Paraffinkerzen verhindern, damit es im Juni eine reiche Ernte gibt. Ganz anders die Taktik der Obstbauern im alten Land in Niedersachsen. Nicht Wärme, sondern Eis. So paradox es klingt, das soll ihre Zwetschgen, Birnen und Kirschen vor dem Erfrieren beschützen. Der Trick? Gefrierendes Wasser. Der Wechsel von flüssig zu fest setzt eine sehr große Menge an Energie frei und hält die Blüte bei minus 0,5 Grad Celsius. Voraussetzung ist, dass wir ungefähr einmal in der Minute frisches Wasser auf die Blüte ausbringen. Der bei der Berieselung entstehende Eispanzer wirkt wie ein schützender Mantel für die Blüten. Und der ist auch dringend nötig, denn heute Nacht gab es fast überall in Deutschland Frost, mancherorts sogar Rekordtiefstwerte. Obstbauern und Winzer fürchten deswegen weiter um ihre Bestände. Immerhin, in den kommenden Tagen wird es in der Nordhälfte etwas milder. Im Süden und in den Nächten kann es aber immer wieder Frost geben. Auf den Plantagen wird man also auch weiter einzigartige Formen bestaunen können.